Die wichtigsten Themen in der Jugendarbeit der SPÖ Burgenland für das Jahr 2016 sind Bildung und soziale Gerechtigkeit. Landeshauptmann Hans Nissel will mit diesen Schwerpunkten mehr junge Menschen für Politik begeistern. Derzeit sind 131 junge Menschen unter 29 Jahren in den burgenländischen Gemeinderäten aktiv. Das sind rund 10% aller Gemeinderäte. Dieser Wert soll deutlich erhöht werden. Gemeinsam mit der neuen Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf und dem Jugendsprecher Kilian Brandstätter werde ich die Jugendpolitik aktiv unterstützen, so Nissel. Die richtigen Akzente wurden schon in den letzten Jahren gesetzt. Laut Analysen der Landtagswahl im Mai wählten die meisten unter 29-Jährigen die SPÖ. Einen wesentlichen Beitrag, damit diese Entwicklung so weitergeht, tragen sicherlich auch die sozialistische Jugendvorsitzende im Burgenland, Silvia Tschech, und die Jugendgeschäftsführerin Caroline Bawisitz bei, lobte der Landeshauptmann bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, freue mich, dass wir heute gemeinsam mit unseren Vertreterinnen der SJ Burgenland. Die SJ ist weiblich, darf ich dazu sagen, und das ist auch gut so. Ich freue mich darüber, dass ich mit sowohl der SJ-Vorsitzenden Silvia Tschech als auch mit der SJ-Geschäftsführerin Caroline Bawisitz diese Pressekonferenz machen kann. Und ich muss dazu sagen, dass das zwei sehr, sehr aktive junge Frauen sind, die mit sehr viel Engagement sich in der Politik engagieren. Und das hat auch im Burgenland eine gute Tradition, denn das Burgenland ist wahrscheinlich eines der wenigen Bundesländer oder das wahrscheinlich mit Wien das einzige Bundesland, wo die Sozialdemokratie bei unter 30-Jährigen eine solide Mehrheit hat. Wir haben bei den Landtagswahlen 36% bei den unter 30-Jährigen bekommen, die Grünen 23%, die ÖVP 17%, die FPÖ 16%. Und wir haben auch versprochen, ein Jugendmandat im burgenländischen Landtag zu vergeben. Auch das haben wir gehalten. Und ich muss auch sagen, dass auch das gut und richtig war, weil der Jugendvertreter Kilian Brandstätter eine große Bereicherung für den burgenländischen Landtag, für die Sozialdemokratie und auch für das Land Burgenland ist, vor allem aber für die jungen Menschen ist, weil er sich für die Interessen der unter 30-Jährigen sehr massiv einsetzt. Einen wichtigen Beitrag dazu haben natürlich unsere Jugendorganisationen geleistet und ich bin sehr froh, dass es nach den Wahlen, als der Kilian in den Landtag eingezogen ist, eine neue SJ-Vorsitzende mit der Silvia gegeben hat und die Caroline ist eine schon in der Kommunalpolitik engagiert tätig. Wir haben ja vorhin auch wieder kurz gesprochen und andererseits natürlich auch als Geschäftsführerin. Ich darf vielleicht auch dazu sagen, dass wir uns einerseits natürlich mit der Jugendarbeit über die SJ beschäftigen, dass wir aber andererseits natürlich auch immer wissenschaftliche Grundlagen für die politische Arbeit benötigen, darf für mich in Anspruch nehmen und auch für die Sozialdemokratie des Burgenlandes, dass wir viele Bereiche sehr pragmatisch sehen, aber trotzdem benötigt man in dem einen oder anderen Bereich auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Studien. Und ich beziehe mich auf eine aktuelle Jugendstudie im Jahr 2015 für das Burgenland. Aus dieser Studie geht hervor, dass vor allem drei Themen den jungen Menschen sehr, sehr wichtig sind. Das sind günstige Wohnungen, leistbares Wohnen, das sind gut ausgebaute Verkehrsnetze und mehr Freizeiteinrichtungen. Natürlich kann man in diesem Bereich nie genug machen, aber ich darf dazu sagen, dass wir auch hier im Burgenland versuchen, gute Rahmenbedingungen in diesen drei Bereichen zu schaffen. Auch aufgrund der Jugendstudie und auch auf Anregung der SJ haben wir leistbares Wohnen im Burgenland geschaffen, nämlich junges Wohnen und leistbares Wohnen. Das heißt, dass wir in manchen Bereichen Mieten von unter 5 Euro oder 5 Euro
pro Quadratmeter haben. Wir haben im Augenblick auch schon wieder eine Arbeitsgruppe eingesetzt, wie wir diese Mieten auch zumindest in gewissen Bereichen bei diesem niedrigen Stand halten können. Das wird eine spannende Herausforderung, weil wir unter Umständen auch planen, diese 15a-Vereinbarung zumindest in manchen Bereichen zu reduzieren und nur die Bauordnung beim Bauen einzuhalten. Das würde zu niedrigeren Baukosten führen und damit zu niedrigeren Mieten. Ich glaube, das ist eine wichtige Überlegung wert. Zu den Verkehrsnetzen ist zu sagen, das Top-Jugendticket eine Forderung, dass das weiter ausgebaut wird, aber grundsätzlich die Einrichtung für Schüler und Lehrlinge bis 24 Jahre, das ist okay. Wir hätten das gerne bis 26 und selbstverständlich für die Studentinnen und Studenten. Das ist eine Forderung natürlich an den Finanzminister, an die Familienministerin, an den Familienlastenausgleichsfonds, wo die finanziellen Mittel auch geparkt sind. Also Ansätze, glaube ich, sind da mit leistbaren Wohnen, mit dem Top-Jugendticket und bei den Freizeiteinrichtungen darf ich auch sagen, dass wir die Errichtung von Outdoor-Parks auch von Seiten des Landes unterstützen. Also insofern können wir in diese Richtung weiterarbeiten. Ein bisschen ein Fundament ist gelegt und auf das kann man schrittweise auch aufbauen. Was natürlich für junge Menschen ganz wichtig ist, ist der Bildungsbereich. Und da nehme ich fürs Burgenland auch in Anspruch und auch für die Sozialdemokratie, dass wir dafür gesorgt haben, dass aus einem Land der Bildungsschande ein Land der besten Bildung geworden ist. Sie können sich in den Gemeinden umsehen, auch mit guter Zusammenarbeit in den Gemeinden, von der Elementarpädagogik mit der höchsten Betreuungsquote noch vor Wien, der 3- bis 5-Jährigen mit den kleinsten Volksschulklassen, mit einem großen Anteil an ganztägigen Schulformen, der flächendeckenden neuen Mittelschule bis hin zur höchsten Maturantenquote. Und 1100 Lehrlinge haben wir über betriebliche Einrichtungen, Lehrwerkstätten in Ausbildung. Also vom Facharbeiter bis zum Besucher oder Studenten der Fachhochschule, der Pädagogischen Hochschule, haben wir hier sehr, sehr gute Voraussetzungen. Als ich im Alter der beiden jungen Frauen war, war das Burgenland noch ein Jahr der niedrigen Bildung und der niedrigsten Maturantenquote. Und das war auch noch eine Zeit, als die Burgenländer nach Wien gekommen sind und noch 3 Wochen gesagt haben, wir sind eigentlich Wiener, weil das Burgenland es rückständig gegolten hat. Heute sagen alle selbstbewusst, wir sind aus dem Burgenland, wir freuen uns darüber und wir können sehr, sehr vieles auch herzeigen, ohne überheblich zu sein, aber doch mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Und es ist auch ganz klar, ohne Bildung kein Wohlstand, ohne Bildung kein wirtschaftlicher Aufstieg. Und die aktuellen Arbeitsmarktdaten sagen auch, dass fast 50% der arbeitslosen Menschen eben nur einen Pflichtschulabschluss haben. Und genau dort müssen wir ansetzen, die Qualifikation anzuheben, damit die Gefahr, arbeitslos zu werden, möglichst gering ist. Morgen ist der internationale Tag der Gerechtigkeit. Und da muss man auch sagen, dass natürlich die SE immer für Gerechtigkeit kämpft. Also das ist unbestritten und man muss auch dazu sagen, da gibt es noch viel zu tun. Also das wird wahrscheinlich für diese kommende Generation eine wesentliche Herausforderung. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen an die nationale und an die internationale und auch an die regionale Politik, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Denn wenn eine offizielle europäische Statistik sagt, dass 62 Menschen so viel besitzen wie 3,6 Milliarden Menschen, also 50% der Weltbevölkerung, dann sieht man, dass dieser Reichtum ungerecht verteilt ist. Und auch wir sind im 7. Jahr der Weltwirtschaftskrise, auch seit dem Jahr 2008, als die Lehman Brothers den Bach runtergegangen sind, sind die Reichen noch reicher geworden und die Ärmeren eher ärmer geworden. Also ganz gleich, ob die Wirtschaft boomt, ob es der Wirtschaft gut oder schlecht geht, es kann sich ein gewisser Prozentsatz, kann es sich richten, um noch reicher zu werden.
Und das, glaube ich, ist eine der wesentlichen Herausforderungen, natürlich der SE, aber der gesamten Sozialdemokratie muss es sein, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in unserer Gesellschaft gerechter zu verteilen. Und das ist auch die Kritik an der ÖVP, die wieder einmal es geschafft hat, die Millionärssteuer nicht umzusetzen, dafür die Registrierkasse einzuführen, wieder die kleinen und mittleren Betriebe und die Vereine zu belasten, ja, und nicht dort Geld zu holen, wo wirklich die Milliarden und die Dutzenden Millionen sind. Und das ist sozusagen unsere Brücke, wo sich in der Sozialdemokratie wirklich alle finden und sagen, da müssen wir weiterhin auch intensiv daran arbeiten. Ich darf diesen beiden jungen Frauen danken für ihr Engagement für die Sozialdemokratie, für ihr Engagement in der SE. Ich sage auch dazu, dass man nicht immer einer Meinung ist. Ich glaube, es ist nachvollziehbar und verständlich. Wer sich zurückerinnert an seine eigene Familie oder wer eigene Familie hat, also ich kann von mir nichts sagen. Wir sind nur eine kleine Familie zu dritt. Aber da hat es schon heftige Diskussionen auch innerhalb von Familien gegeben, ganz gleich ob politische Themen oder andere Themen. Und wir sagen auch, wir haben auch unterschiedliche Meinungen und diskutieren das auch. Und da wird schon hart auch die Meinung gesagt, gar keine Frage. Aber wir diskutieren das intern. Und dann gibt es im Landesparteivorstand Abstimmungen, wo sich auch wieder jeder rühren kann. Aber das Schlechte für die Sozialdemokratie ist, wenn man es über die Öffentlichkeit diskutiert, denn dann hilft man der ÖVP oder den Grünen oder den Freiheitlichen oder wem auch immer. Also nur auch zu diesem Zugang, dass absolut natürlich Kritik da ist und wir nicht immer einer Meinung sind. Es wäre auch schlecht, wenn jemand 20-Jähriger, sage ich, die gleiche Meinung, immer die gleiche Meinung hat wie ein deutlich über 60-Jähriger. Und in der SPÖ gibt es SE-Mitglieder von 16, 17 Jahren und Parteimitglieder, Pensionisten mit 85, 90 Jahren. Das kann nicht sein, dass die alle die gleiche Meinung haben. Das geht ja gar nicht. Ja. Also insofern ist es auch ganz normal. Da wird diskutiert und vor allen Dingen ist wichtig, dass man Alternativen auch aufzeigen kann. Nicht? Kritik ist immer gut, richtig und konstruktive Kritik ist noch besser. Und da freue ich mich auch, wenn konstruktive Kritik auch kommt. Und danke für euer Engagement. Bitte gerne. Okay, dann jetzt auch von Seiten des Sozialistischen Jugend Burgenland ein herzliches Willkommen. Vielen Dank fürs Kommen heute, fürs Zeitnehmen. Ein ganz zentraler Punkt im Rahmen unserer Pressekonferenz soll heute sein, das Thema Bildung als Eckpfeiler in politischer Jugendarbeit und das vor allem im Jahr der Bildung 2016, wir haben es vorhin schon angesprochen. Heuer ist das Jahr der Bildung 2016 im Burgenland, ein wichtiges Jahr, ein ganz ein wichtiges Thema. Das Thema Bildung ist für die sozialistische Jugend althergebracht und eigentlich traditionell ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist einer unserer größten Eckpfeiler, wenn wir uns ganz ehrlich sind, und Bildungsarbeit war einfach immer da in der SE. Und diese Bildungsarbeit, das bedeutet aber nicht jetzt nur, dass wir uns intern irgendwie verstecken und unsere eigenen Mitglieder fortbilden, sondern wir wollen vor allem, was Bildungsarbeit betrifft, auch ganz, ganz starke bildungspolitische Forderungen nach außen tragen. Diese bildungspolitischen Forderungen wollen wir stark und laut einfordern und gerade, ich glaube, das Jahr 2016 als bildungspolitisches Jahr im Burgenland vor allem gibt uns auch super Anlass dazu, das stark und laut einzufordern und das eben auch politisch versuchen durchzusetzen. Wie wir auch schon vorher gehört haben vom Landeshauptmann, das Burgenland hat sich extrem rasch entwickelt, da hat man schon einige Sachen vorweggenommen, die in den Unterlagen drin sind. Wird nicht mehr passieren. Kein Problem. Burgenland hat sich sehr, sehr rasch entwickelt, was Bildung betrifft. Wir haben die höchste Maturantinnenquote mittlerweile und das Burgenland nimmt halt damit auch in Österreich eine massive Vorreiterrolle ein. Also das Burgenland selber kann als absoluter Vorreiter gesehen werden. In einer ähnlichen Vorreiterrolle sind wir, die sozialistische Jugend, innerhalb der Sozialdemokratie, was Bildung betrifft und vor allem auch was diese bildungspolitischen Forderungen betrifft. Weil eine der ganz zentralen Forderungen zum Beispiel, die wir auch als eine ganz wichtige sehen und die idealerweise bald durchgesetzt werden sollte auf Bundesebene, ist unsere Forderung, dass politische Bildung als ein Pflichtfach ab der 7. Schulstufe in den Schulen eingeführt wird. Wir gehen mit dieser Forderung ganz oft nach außen, sprechen mit den Menschen draußen auf der Straße drüber und wir hören vor allem von Erwachsenenleuten ganz, ganz oft die Frage, wozu das? Das ist doch völlig unnötig, es gibt doch eh schon genügend Unterrichtsfächer. Und die Antwort darauf finden wir aber wiederum in Gesprächen, und zwar ganz, ganz oft mit jungen Menschen. Also die Caroline und ich führen sehr oft Gespräche draußen mit jungen Menschen. Und die sagen uns wahnsinnig oft, hey Leute, wir finden Wählen ab 16 ist extrem cool,
und das ist wirklich, wirklich wichtig, aber wir fühlen uns ganz oft überfordert. Wir fühlen uns ganz, ganz oft einfach von dieser Verantwortung, die mit dem Wählen ab 16 auch einhergeht, überfordert, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir im Rahmen unserer Schulausbildung auch wirklich das nötige Know-how bekommen, auch wirklich die nötige Ausbildung bekommen, um dann auch gewissenhaft in die Wahlzelle gehen zu können und eine Entscheidung zu treffen. Und das ist einerseits dieses Subjektive quasi, auf das treffen wir ganz, ganz oft auf der Straße draußen. Und dann kommt aber zudem hinzu noch das Faktum, dass die Jugendstudie 2015, die im Burgenland durchgeführt wurde, genau dasselbe besagt. Also wir haben laut der Jugendstudie 2015 53% aller Jugendlichen, die es befürworten würden, wenn es einen Unterricht politische Bildung geben würde, wenn das eingeführt würde. Und das wiederum gibt uns auch recht in unserer Forderung und unterstreicht ihn nochmal. Also wir hoffen, dass es jetzt auch gehört wird auf Bundesebene. Genau. Wenn es um politischen Bildungsunterricht geht, dann muss es aber vor allem auch darum gehen, wie der konzeptioniert sein soll. Es reicht nicht nur zu fordern, es muss politische Bildung geben. Es muss vor allem auch im Vordergrund stehen, was da ganz, ganz wichtig ist, was da ganz zentral ist im Unterricht. Und aus unserer Sicht, aus Sicht der SE Burgenland, muss im Rahmen dieses Unterrichts Jugendlichen ein Verständnis dafür vermittelt werden, wie sie es schaffen können, dass man aktuelle politische Zusammenhänge, die einfach jetzt gerade passieren, weltpolitisch zum Beispiel, dass man die in Zusammenhang bringt mit der Geschichte von Österreich. Es gibt momentan gibt's einfach Bewegungen und Veränderungen gesellschaftlich, die einfach durch selbstständiges Denken da erkannt werden könnten und wo man ganz vielen Sachen damit entgegenwirken könnte und deswegen politische Bildung in die Schulen. Genau, das ist jetzt das, wo ich ansetzen möchte. Nämlich, ich glaube, vor allem momentan mit dem Ansteigen von hetzerischen und rechtsextremen Tendenzen in unserer Gesellschaft ist es wichtig, vor allem als SE darauf zu plädieren, dass mehr Aufklärungsarbeit passieren muss und Jugendliche mehr sensibilisieren zu sind. Was man wieder aus der Jugendstudie rausliest, ist, dass 2004 nur 18% der jungen Burgenländerinnen Angst vor rechtsextremen Tendenzen hatten, 2015 aber schon 30%. Das heißt, hat sich fast verdoppelt. Da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Richtungen, in die man das deuten könnte. Nämlich einerseits, dass solche Tendenzen öfter wahrgenommen werden, aber auch andererseits, dass dieser Diskurs einfach öfter in die öffentliche Diskussion einfließt. Daran kann man heute erkennen, wie die Gesellschaft sich auch ein bisschen spaltet. Und genau da muss halt politische Bildung ansetzen, um daran schon im Jugendalter entgegenzuwirken und Aufklärungsarbeit zu schaffen. Darauf macht die SE geraumer Zeit schon aufmerksam und das Bildungsangebot von uns richtet sich auch nach diesen Themen. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, der Antifaschismusmonat, der jetzt bald wieder kommen wird. Im April 2016 werden viele SE-lerinnen wieder vor Schulen und in den Städten und vor Fachhochschulen Halt machen und versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Es wird auch flächendeckende Workshops geben, die wir initiieren wollen, bei denen man einfach Bewusstsein schafft und auf antifaschistische Arbeit wieder ein bisschen einen Fokus legt. Genau, also wir sehen, auch das ist ein Aspekt von Bildung. Bildung soll sich aber nicht nur auf diese beiden Punkte beschränken, es soll nicht nur darum gehen, politische Bildung einzufordern und eben spezifischer auch wir intern antifaschistische Arbeit zu leisten, sondern was eben auch ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch vorher schon angesprochen worden von meinem Landeshauptmann, es ist ganz, ganz essentiell anzusprechen, dass es, wenn es um Bildung geht, auch automatisch immer um soziale Gerechtigkeit geht. Weil nur Bildung der Schlüssel auch zur sozialen Gerechtigkeit ist. Ohne Bildung keine soziale Gerechtigkeit. Das ist einfach soziale und ökonomische Gleichstellung und Gerechtigkeit ist nur dadurch garantiert. Und eben weil morgen der 20. Februar ist und damit auch der internationale Tag der sozialen Gerechtigkeit, heute auch unsere Pressekonferenz taktisch klug so gelegt, um auch Ihnen den Hinweis zu geben, nach Hause zu gehen und auch darüber nachzudenken, wie es mit sozialer Gerechtigkeit ausschaut und ob die wirklich schon erreicht ist. Aus unserer Sicht ist es nämlich nicht so. Und wiederum belegt uns die Jugendstudie, also die ist eine sehr hilfreiche Studie, die ganz, ganz viele Sachen belegen kann. Wiederum belegt die Jugendstudie, ja, es ist nicht so, dass soziale Gerechtigkeit im Burgenland bereits vollständig erreicht ist, auch in Österreich nicht. Denn auch die Jugendstudie besagt, fast die Hälfte aller Jugendlichen haben dort angegeben, dass sie persönlich Existenz- und Zukunftsängste haben. Und das ist halt eine Tatsache, die halt zu denken gibt. Diese jungen Menschen fürchten sich halt einerseits davor, dass sie in Zukunft keinen Job finden werden, der ihrer Ausbildung entspricht. Und diese Menschen fürchten sich aber auch davor, dass sie später einmal keine adäquaten Pensionen erhalten werden, mit denen man noch leben kann. Das sind einfach eindeutige Indikatoren dafür, dass es gesellschaftlich gerade einfach ganz, ganz weit auseinander geht und dass die Schere sich eben ganz, ganz stark auftut und dass hier ganz stark daran gearbeitet werden muss.
Gerade auch das Thema Arbeitsmarkt, dass das bei Jugendlichen so stark im Fokus liegt, freut uns als SJ auch ganz, ganz stark, weil wir dieses Thema schon lange forcieren. Das ist eines unserer wichtigen Steckenpferde seit jeher. Und wir werden versuchen oder wir forcieren auf jeden Fall für das nächste Jahr, für das kommende Jahr 2016, werden wir die Themen Arbeitsmarkt, Jugendliche und deren Chancen am Arbeitsmarkt, genauso wie Bildung und gerechter Zugang zu Bildung für alle auf gleicher Ebene, werden wir vorantreiben und werden das auf jeden Fall ganz hoch auf unsere Agenda raufschreiben. Denn wir sehen, Bildung führt zu Gerechtigkeit und daher muss Bildung so stark forciert werden und eben auch für alle zugänglich gemacht werden. Ja, und wenn wir schon von Bildung im Burgenland sprechen, muss man ein einzigartiges Bildungsprojekt des Burgenlands, glaube ich, hervorheben. Das ist die More & More Akademie, die die Sozialistische Jugend, das Renninstitut und der GVV Burgenland zusammen initiieren. Diese Akademie gibt es jetzt seit 2 Jahren und sie soll dazu dienen, dass junge Gemeinderätinnen und junge Gemeinderäte ausgebildet werden und auch zukünftige Kommunalpolitikerinnen einfach das gewisse Know-how vermittelt bekommen. Bei dieser Akademie werden nicht nur praktische Fertigkeiten der Kommunalpolitik gelernt, sondern die Teilnehmerinnen sollen auch Praxis eingebunden viele Sachen lernen und auch in einen politischen und geschichtlichen Hintergrund vermittelt bekommen. 2016 wird die More & More Akademie bereits zum 3. Mal stattfinden und jedoch muss jedes Mal das Bildungsangebot auf den Jahrgang angepasst werden. Es gibt auch zum Beispiel immer ein Modul über die Geschichte der Sozialdemokratie. Wir hatten noch einmal ein Zeitzeugengespräch mit Käthe Sasso. Dieses Jahr werden wir zum Beispiel auch einen Fokus auf die Gemeinderatswahlen 2017 legen, weil es uns wichtig ist, dass die Jugendlichen jetzt schon vorbereitet darauf werden und man sie nicht später einfach sozusagen im Regen stehen lässt und sie nicht vorher darauf vorbereitet. Ein weiteres Ziel dieser Akademie ist es eben, Jugendliche für die politische Arbeit in der Partei zu begeistern und sie für ihre zukünftigen Aufgaben richtig vorzubereiten. Diese Teilnehmerinnen, die alle dabei sind, sind unsere Zukunftshoffnungen und auch die Zukunftshoffnungen der SPÖ. Viele ehemalige Teilnehmerinnen sind heute auch bei uns auf der Bezirks- oder Landesebene tätig, was man halt immer wieder merkt und sich auch immer wieder darüber freut, dass es wirklich einen Sinn hat, was wir machen. Und ich glaube, das beste Beispiel für die More & More Akademie und für... Bitte? Achso. Ich glaube, das beste Beispiel für die erfolgreiche Durchführung der More & More Akademie und auch für die hohe Qualität der More & More Akademie ist die Caroline Barbesitz, die vor uns steht, weil sie ist auch eine Absolventin, sie hat letztes Jahr den Lehrgang absolviert und ich glaube, ihre Kompetenzen zeigen uns auf, dass es ein Projekt ist, das sehr gut funktioniert und das auch sehr gut fruchtet. Genau, also zusammenfassend nochmal ganz kurz, im Jahr 2016 wird die SJ Burgenland einen ganz, ganz starken Fokus auf Bildungsarbeit legen, auf allen Ebenen, die bereits erwähnt wurden. Und vor allem wollen wir auch in diesem Jahr offene Themenabende stark forcieren. Wir möchten ganz stark forcieren, Diskussionsrunden durchzuführen, alles in unseren Strukturen und das aber eben vor allem mit einem Augenmerk darauf, dass alles sehr offen sein soll. Weil wir der Meinung sind, dass ganz oft Jugendliche, die eigentlich politisch interessiert wären vielleicht, sich ein bisschen abgeschreckt fühlen. Und durch diese Offenheit versuchen wir eben, junge, nicht nur unsere eigenen Mitglieder zu bilden, unseren eigenen Mitgliedern Informationen zukommen zu lassen, sondern ganz besonders eben auch, dass man neue junge Leute, die noch nicht organisiert sind, eben auch einbindet und denen Möglichkeiten gibt, sich zu partizipieren und dabei zu sein, vor allem aber eben politische Inhalte zu vermitteln und sie dafür zu begeistern. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.